Noch eine Störung, die es zu beseitigen gilt? Die Statue auf dem Plateau, altes Echsenwesen. Habt ihr den Stab gesehen mit dem seltsamen Kristall? Das ist nicht nur bloß Schmuckwerk, sondern ein magisches Relikt aus uralter Zeit. Ich muss den Kristall aus dem Stab, ja, aber ohne ihn dabei zu beschädigen. Wie das geht? Felsenvitriol. Aber Nordl und ich, es ist uns noch nicht ganz gelungen. Mir fehlen Zutaten. Wo habe ich nur meinen Kopf? Ach genau, ich habe sie vergessen. Der Nordl und ich, ihr ahnt sicher was ihr. Also helft ihr mir? Haltet eure Gedanken zusammen, Meister Akurium, und sagt mir, was genau ich tun müsste. Zunächst, als ihr Rufus bezwungen hattet, habt ihr da ein Buch bei dem gefunden? Bei ihm gefunden? Er war... Ich habe für mich unentbehrliche Aufzeichnungen im Wirtshaus von Morbrück vergessen. Ein Buch. Es enthält wichtige Zaubernotizen und Rezepte. Vor allem für das Felsenvitriol. Das noch nicht so recht gelingt. Es soll den Kristall ja herauslösen. Ja, die Aufzeichnung habe ich bei ihm gefunden. Bitte nehmt sie. Feurio, hab Dank, ich bin untröstlich bei Rufus Schicksal. Manchmal weiß ich auch nicht so recht. Schon um seines Opfers willen dürfen wir jetzt nicht scheitern. Was ist denn das für ein Gekritzel? Ah, natürlich, dreierlei fehlt uns noch, um... Ja, damit wir das Felsenvitriol von höchster Potenzia werden... Eine Alraune, ein frisches Dotter eines Harpieneies und 10 eines Wühlschrates. So. Benötigt ihr noch Rat, bevor ihr euch auf den Weg macht? Bei dem Untotenbeschwörer fand ich diesen Schlüssel. Wisst ihr, was es damit auf sich haben könnte? Dieser gehört vermutlich zu einer Tür, ja. Einer Tür, die zu Dingen führt, die einen Beschwörer von Untoten gefällig sind. Da böte sich beispielsweise die Tür zu einer Gruft an. Ja, genau. Was wollt ihr noch wissen? Dieser Kristall, darf man fragen, wozu ihr ihn benötigt, Meister Akurium? Im Moment nicht, nein. Meine Forschungen stehen erst ganz am Anfang. Die Fachwelt wird staunen. Aber noch sind nicht alle Rätsel gelöst. Versteht ihr? Und so wichtig er für die Wissenschaft sein wird, ich vermute, ihr würdet es ohnehin nicht verstehen. Ja. Habt ihr eine Idee, wo ich Alraunen finden kann? Nottel, was wissen wir über Alraunen? Ja, Meister. Die Alraune oder Mandragora ist eine kleine, unscheinbare Pflanze, deren Blätter sehr schmal und am Rande gezackt sind. Doch nicht die tiefgrünen Blätter sind der interessante Teil der Pflanze, sondern die bleiche Wurzel, deren Form oft an die eines Menschen erinnert. Wegen dieser Ähnlichkeit werden der Alraune viele Zauberfähigkeiten, ja sogar eine eigene Seele zugesprochen. Hervorragend, Nottel. Da habt ihr eure Antwort. Ich hoffe, ihr werdet bald fündig. Aber Meister Akurium, ich wollte doch aber wissen, wo ich diese Pflanze hier finden kann. Ach so, ja, das weiß ich. Dafür ist jetzt keine Zeit. Obwohl ihr wisst, wo ihr zu suchen habt, geht es vermutlich schneller. Nottel, wo finden wir Alraunen? Alraunen gedeihen besonders gut in blutgetränkten Böden unter abgestorbenen Bäumen und in von Magie durchdrungener Erde. Soweit das Buch. Leider trifft es im Sumpf auf wirklich viele Orte zu. Doch am ehesten würde die Beschreibung wohl auf eine Gegend im Osten passen, die ich bei Marsch hierher gesehen habe. Dort wuchsen die seltsamsten Pflanzen, die sich verrückt gen Himmel reckten. Östlich von hier. Das sollte ein guter Hinweis sein. Vielen Dank. Ich helfe doch gern. Gebt einfach Bescheid, sobald ihr fündig geworden seid. Dieser Eidotter. Wo würden Harpien im Moor denn am ehesten nisten? Ja, ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung von diesen Dingen üblicherweise, aber heute ist alles ein bisschen Harpien. Ich habe hier noch gar keine gesehen. Aber ich habe mehr im südwestlicher Richtung einige Harpien erspähen können, Meister. Vielleicht gibt es dort auch ein Nest. Ausgezeichnete Beobachtungsgabe, Nottel. Dann sollte die Suche im Südwesten vonstatten gehen. Würde ich sagen... Habt ihr eine Idee, wo ich... wo könnte ich denn hier im Sumpf Wühlschrate auf... Wo konnten sich denn hier im Sumpf Wühlschrate aufhalten? Diese Gegend... eigentlich dürfte es hier gar keine geben. Sie wurden in alter Zeit hier eingeschleppt. Sollte ich mich nicht gänzlich irren. Vielleicht in einer größeren Gruft, Ruine oder einem anderen Bauwerk aus Fels. Ja, das wäre klug, an einem solchen Ort nachzusehen.
Seid aber auf der Hut bei Einzelgängern. Besonders die kleinen Exemplare sind meist sehr feige und fliehen augenblicklich. Dann heißt es flink mit Zauber oder Bogen den Wühlschrat aus der Ferne zu erwischen. Sonst kriecht er in enge Spalten, wo ihn keiner mehr erreichen kann. Ein guter Einwurf, Nottel. Mit dieser Fülle an Wissen sollte die Wühlschratjagd ein Kinderspiel sein. Ich hätte noch eine andere Frage. Ja? Was braut ihr hier eigentlich so Wichtiges, dass ihr euer Leben und das eurer Novizen aufs Spiel setzt? Es ist felsenwidrig. Erst gut, ein potenter Stoff. Aber das so ist erst der Schritt hin. Ja, ich glaube, jetzt soll ich noch einmal umrühren. Lasst euch überraschen, ich will euch nicht zu viel verraten. Wisst ihr, was es mit diesen Ruinen hier auf sich hat? Gibt es irgendwelche Besonderheiten oder alten Geschichten? Oh ja, alte Ruinen aus den Zeiten der Magierkriege. Hm, ja. Einst ein Ort von... und vor allem großer Potenzia und okkulter Geheimnisse. Ja, wo fange ich an? Entschuldigt meine Gedanken. Sie kreisen stets um das Felsenvitriol. Ich darf nicht scheitern. Von Legenden und Sagen erzähle ich euch ja am besten ein anderes Mal. Ich werde mich dann auf die Suche nach den Zutaten machen. Auf bald. So. Trotzdem glotze ich nochmal hier hinten dran. So. Interessant. Was ist denn das da hinten dran? Ein Stuhl. So, du, meine Dame, kannst gerne mal hier einen solchen nehmen. Du pfeifst den Gulmont-Tee rein. Das ist ein leichter Wundbrand. Du hast keinen. Alle mal hergehört. Teilen wir mal auf. Okay. Zack. So. Ja. Vorgrim hustet zwar, aber ihm geht's eigentlich alles blenden. Klar. Das will er jetzt hier nur vertuschen. Gulmont-Tee hat noch eine Menge. Wir sollten mal wieder Gulmont-Tee brauen. Das geht ja nicht. Der lässt uns ja nicht an seinen Kessel ran. Ja, scheißegal jetzt. Alraune. Harpien. Gasthaus. So. Unser Problem ist, wir haben jetzt immer noch nicht das gefunden, was ich suche. Was denn hier in diesem Stein sagt? Das ist jetzt aber interessant. Mach ich. Reingucken. Oh. Rüstung. Da drüben sind Trollkröten. Kam ich nicht von hier? Nee, kam ich nicht. Ich dachte gerade. Nee, dann, da geht's zu Alraune, da geht's zum Erzmeister. Dann gehen wir mal hier so ein Harpien. Wie wär's denn mal mit so einer Trollkröte, hm? Komm mal her. Wie viel hatten die? 10, ja, das geht schnell. Und die bringen vor allem Erfahrung, das ist das Beste an den Viechern. Die kommen ja gar nicht zum Angriff. Mehr. Wenige. So. Aber die teilen ganz schön aus, muss man sagen. Benommen. Die teilen ganz schön aus dafür, dass sie so dumm sind. Was haben wir denn da? Ja. Schauen wir mal rein. Ui. Schau mal an, Gittertür. Ich schau mal ganz kurz hier. Oha, es ist eine Riesen-Map. Okay. Da gibt es die Alraune beim bösen Baum. Da sind die Harpien. Und wahrscheinlich finden wir entweder hier drin oder woanders. Die anderen, diese Moorbrücke Gruft. Hm. Aber scheint nicht so groß zu sein. Ein Wühlschrat. Oh, auch
Die ist schon ziemlich groß. Aber Fässer gibt es hier schon so ein paar. Ich nehme einfach mal mit, auch wenn es rostige Nägel sind. Ist mir jetzt egal. Ein Wühlschrat war da drin, ist ja cool. Für Ardo. Ich mach das so. Schon. Meine. Lass das mal vor Grimm machen. Das bin ich. Kann die nicht zaubern? Was bringen nochmal ihre Zauber? Das, plötzlich Find. Drastisch verringert. Macht Licht. Okay, das heißt, wir müssen mal das hier probieren. Zeritus, Zeritus, Astus. Oh. Der ist aber schon ziemlich heftig, also schwierig klein zu kriegen, meine ich damit jetzt. Scheint eine gute Defense zu haben, das Vieh, und der teilt auch ordentlich aus. Vor allem heilt er sich wieder. Machen wir nochmal den hier. Ein Zwerg, ein Wort. Gute Entscheidung. Ja, genau. Jetzt hat es funktioniert, was ich wollte. Ich habe das Fass zerstört, damit da wieder Platz ist, damit da ein weiterer Kämpfer hin kann. So. Heilt sehr ordentlich aus. Komm. Ein Treffer noch. Dann halt noch ein Treffer. Na endlich. Sehr schön. Eigentlich reicht das hier schon. Aber wir wollen ja nicht so sein. Können die Map ja trotzdem noch erkunden. Wird gemacht. Was ist denn hier so drin? Eine Mausefalle. In einem Sarg. Oh. Grabbeigaben sind was Feines, ja. Oh. Ein Skeleton. Noch ein Skeleton. Denn mit ich versuche euch? Mein Bestes. Die kämpfen auch mit einem Skelett. Dann bei gib mal. Und du machst mal bitte Balsam Salabunde auf den da. Und du klopfst das Vieh mal zu Brei. Ich glaube bei. Oh, hat doch ganz ordentlich ausgeteilt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr schön. So, rennt mal rüber. Sehr schön, sehr schön. Was mit dem Kollegen hier? Ah, der hat erstmal mit dem da rumhängen. Oh, der hat viel. Der hat ja auch eine Rüstung an. Aber nichts ist impossible. Dann lasse ich Vorgrim sich am besten mal heilen. Die hat immer noch leichten Wundbrand. Sehr schön. Oh, hat er sich komplett geheilt, der gute Mann. So, kommen wir mal rein. Aber da dürfte jetzt auch nichts mehr drin sein. Sehr schön. War es das hier schon? Oder geht es hier noch weiter? Hier ist ein eitriger Krötenschemel. Ich glaube, das war's schon. Das sieht so aus, als ob es schon war.
Oder natürlich... Auch nicht. Wobei, hier geht's raus. Wahrscheinlich gibt es da mehrere Eingänge für. Das war einer derer. Wir müssen da sowieso nochmal reinrennen, wahrscheinlich.